Hallihallo, wir haben es weniger als einen Tag vor der Hanfparade und es ist sozusagen mitten in der Nacht. Wir haben es 3 Uhr und die Stadt glüht quasi vor Anspannung kurz vor der Hanfparade. Und das gucken wir uns mal so ein bisschen an oder so in der Nacht. Mal sehen, was wir so finden. Na, wunderbar, Berlin bei Nacht. Also gucken wir uns mal an, wo hier überall irgendwie von der Hanfparade was zu sehen ist. Man sieht, hier ist irgendwie gerade voll mitten in der Stadt. So, ich hoffe mal, ihr seht auch das, was ich sehe. Könnte ja sein, dass euer Monitor ein bisschen zu dunkel eingestellt ist. Jedenfalls da hinten ist das Reichstagsgebäude, auch Schneekoppe genannt. Dort wollen wir hin. Und da zeige ich euch jetzt, wie es jetzt aussieht. Ja, Reichstag. Ja, wir sind beim Brandenburger Tor vorbei. Wir nähern uns der Scheidemannstraße. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch grün bekommen. Ja, mal ganz toll. So, wir haben grün, das ist unsere Straße. Da wollen wir hin, direkt neben dem Reichstag. Ja, hier ist er zu sehen. Gucken wir mal vom Namen. Gut, also Wetteraussichten sieht ein bisschen neblig aus. Aber alles kein Problem. Ja, eine lange Straße nur für uns. Und da steht's. Gesperrt am 6.8. 7 bis 24 Uhr, auch im Parkhafen. Ja, wunderbar. Die Hanfparade kann hier stattfinden. Sieht gut aus. Nochmal umdrehen. Direkt beim Reichstag. Super Sache.
Ja, wir machen hier nochmal kurz Halt beim Brandenburger Tor. Und das ist hier irgendwie der Platz des 18. März. Und eigentlich hier direkt hinter mir, wo jetzt diese Absperrung ist, hätte eigentlich die Hanfparade am Samstag stattfinden sollen. Tja, wie man sieht, irgendwie, oder auch nicht, sollte das eine Baustelle sein. Hier sollte irgendwie die Fahrbahn erneuert werden. Naja, hier sieht auch irgendwie ein bisschen neu aus, aber ist eigentlich nur der Regen. Tja, sieht aus wie eine glatte Straße, aber wir konnten es trotzdem nicht nutzen, weil die Baufirma meinte, sie will es noch Samstag abgesperrt lassen. Tja, tolle Sache. Hätten wir aber auch irgendwie hier die Hanfparade machen können. Eine super glatte Straße, alles super, keine Baumaschinen mehr, nichts zu sehen. Ja, dafür sind wir jetzt beim Reichstag. Ja. Ja gut, hier jetzt an der Straße an der Mauer, eins der letzten paar Mauerfragmente, tut sich also unsere kleine Reise durch die Stadt und die Hanfparaden Ankündigungen quasi beenden. Und ja, mit diesen letzten Einstellungen möchte ich gerne den Toten der Mauer und den Toten im Krieg gegen die Drogen, der in Wahrheit ein Krieg gegen Menschen ist, gedenken. Und verabschiede mich und wir sehen uns alle am Samstag 13 Uhr auf dem Alexanderplatz am Haus des Lehrers. Wir sehen uns dort. Wer es nicht findet, sollte sich mal nach dem Alexa erkundigen. Wir sehen uns.